liebe Schaffinger, liebe Freunde. Es gibt Dankesworte und es gibt manchmal gar nicht, wie man sich ausdrücken soll, weil man kann ja das gar nicht mit Danke allein sagen. Lieber Andreas, warst du Jahre, Jahrzehnte hier, wie schon Langau und Schaffer, alles getan und geleistet hat. Ich weiß ganz genau, das ist von vielen Langauer gar nicht anerkannt worden. Das ist garantiert auch gar nicht so gesehen worden. Das spürten wir Schaffinger viel besser, was du über Grenzen alles getan hast. Und deswegen habe ich heute eine ehrenvolle Aufgabe, dir das goldene Ehrenabzeichen der Südmeerer zu überreichen. Ich möchte... Ehrenurkunde vorlesen. Der Südmährische Landschaftsrat verleiht in dankbarer Anerkennung der hervorragenden Verdienste um unsere Heimat Herrn Prior Magister Andreas Brandner Langau das Südmährische Ehrenzeichen in Gold. Geislingen an der Steigerin am 2. Juni 2014. Südmährischer Landschaftsrat, der erste Landschaftsbetreuer Franz Longin. Zwei gewichtige südmährische Persönlichkeiten. Gewicht schlagen wir euch alle. Ich möchte mich im Namen aller Schaffinger ganz herzlich bedanken dafür. Wir haben jetzt die Kreuze eingeweiht. Etwas für die Zukunft, wo viele Jahre, vielleicht Jahrzehnte Bestand hat, hoffen wir. Und wir sehen, das ist Geschichte. Das wird irgendwann, irgendwo mal ganz anders gesehen werden, wie es heute gesehen ist. Und alles das bedanken wir der SOLA. Langau, Schaffer, Trebitsch. Und es ist mir eine ganz große Ehre, hier wirklich aufrichtig und ehrlich Danke zu sagen. Danke, was ihr alles hier geleistet habt. Ein Dankeschön der Brückenbauer, der zwischen Langau und Schaffer Brücke gebaut hat. Und die Brücke, die begann nämlich schon vor vielen, vielen Jahrzehnten mit Beginn des Sommerlagers in Langau. Da hat er den Weg bereitet bis zur Grenze. Und ich war ja einige Male dabei und am Grenzübergang. Und da hat er schon immer gesagt, die Grenze muss weg. Ich habe es auch gesagt. Und es ist gelungen. Und wenn die Grenze geöffnet wurde, da hat er die Brückenpfeiler gesetzt. Pfeiler, die für die Zukunft sorgen, für das Europa. Und wo die Grenze ganz offen war, dann hat er die Brücke gemacht nach Schaffer. Und es ist ihm hervorragend gelungen. Ihr seht es hier in Sola, Europa-Sola, Euro-Sola. Es ist was Wunderbares geworden. Wir haben jetzt hier übernachtet. 20 Meter neben meinem Geburtsort. Das war etwas ganz Besonderes, ich kann es gar nicht sagen. Und es war so schön, hier Geburtstag feiern zu können. Ich will jetzt immer mehr sagen. Dankeschön. Vielen Dank, dass ihr alle da wart. Herr Prior, vielen Dank. Benedikt.
Vielen Dank. Und dir der größte Dank. Und natürlich. Eine Schaffinger hier ein kleines Geschenk überreichen für die Solar Schaffung. Ich kann vielleicht ein bisschen helfen, dass es leichter geht, das bezahlen. Ja? Und ich sage wirklich herzlichen Dank, das freut mich wirklich, dass ich mich damit habe nicht gerechnet, das war jetzt eine schöne Überraschung, danke. Ich darf etwas sehr Einfaches und Technisches natürlich dazu zu sagen und vielleicht kommen wir noch ganz kurz in Erinnerung rufen, vor 6, 7 Jahren, ich glaube das ist ja auch verständlich, natürlich mussten die Gemeinde sagen, wir brauchen den Friedhof jetzt für unsere Leute, für die, die hier wohnen. Und da sind die Kreuze weggekommen und wir haben den Bürgermeister gefragt und er hat gesagt, wir können sie alle nehmen. Und so haben wir sie genommen und wie gesagt, das soll ein Zeichen in diese richtige Richtung sein. Die 2 Fahnenmaste sind nicht gekommen, die kürzeren, jetzt haben wir Pipi-Stangen genommen, aber auch, man muss jetzt weiter hinaufschauen, die 2 mährischen Fahnen, das sind die 2 alten mährischen Fahnen, die blaue ist die vom Markgrafen Mähren und die linke ist der, wenn ich es richtig interpretiere, gell, die von der deutschsprachigen Bevölkerung in Mähren sozusagen als ihre Fahne gegolten hat, aber die beiden Fahnen mehrens. Und jetzt eine ganz herzliche Einladung in die Kirche hinein. Ich kann euch garantieren, ihr werdet es nicht bereuen. Es erwartet uns dort, glaube ich, eine sehr schöne Sache. Frau Tanja Janosova wird gemeinsam mit 2 Freunden von ihr uns deutsch-tschechisch-jüdische Lieder singen. Und auch der Andreas, der Matthias und der Daniel werden noch einige Stücke für uns spielen. Dankeschön und herzliche Einladung in die Kirche. Und anschließend ein gemütliches Zusammensitzen bei der Agape. Es gibt Bescheidenes, aber es ist genügend da und ich würde mich freuen, wenn möglichst viele kommen würden, dass wir uns noch in Ruhe zusammensetzen und einfach miteinander plaudern. Allen ein ganz herzliches Dankeschön.